Ja, ich glaube, nee, ich brauche einen Ingenieur, dass der das hier. Man sieht immer noch diesen roten Kreis hier. Den Bereich. Ich glaube, ich muss erst mit dem Ingenieur das abstellen. Herzlich willkommen. Wir spielen wieder ein bisschen Emergency. So, ich nehme euch wieder mit auf meine Schicht. Ich bin Level 6 momentan. Okay, dann glaube ich, nehme ich so eine Level 12er Quest hier. Einzelspieler nehmen wir wie immer. Und dann gucken wir mal, was uns erwartet. Ich habe gerade schon 2 Schichten absolviert. Alles ganz easy, ganz einfach noch. Hier nehme ich Schmerzmittel mit, damit meine Rettungssanitäter die Person ein bisschen schneller hochheilen können. Da steht 12% der Gesundheit werden sofort wiederhergestellt. Und hier haben wir automatisches Löschen vom Leiterwagen. Okay, den Leiterwagen hat man nicht so oft. Und wenn man ihn hat, dann benutzt man die Leiter und nicht zum Löschen. Aber gut, nehme ich gerne mit. Kostet ja nichts. Wird doch nicht verbraucht oder so. Von daher einfach mitnehmen. Und ja, globale Karten nehmen wir erstmal nichts mit. Power-Ups auch nichts. Das lassen wir alles so. Jetzt, ich bin noch ziemlich weit am Anfang, da muss man noch gar keine Karten so richtig benutzen. So, jetzt haben wir hier den Einsatz und zwar ein Feuer. Das ist hier. Und 3 Verletzte. Okay. Dann nehme ich 2 Tanklöschfahrzeuge, die löschen. Höre. Verstanden. Zielort erreicht. So, und da nehme ich erstmal noch RTWs. Mal gucken. Zielort erreicht. Ob das aufgeht. Zum Einsatzort. Höre, fahre los. So, den lasse ich mal dahin fahren. Zielort erreicht. Ja, okay, das geht. Wird gemacht. Zielort erreicht. Die sind zwar dann in dem, man sieht es in dem Effektbereich von dem Feuer. Aber wenn ich Glück habe, ist das Feuer schnell genug gelöscht. Okay, dann verlieren die jetzt nicht mehr an Leben hier. Da kommt der nächste RTW. So, einmal einpacken und solange die nämlich noch hier, steht es auch irgendwo im Tooltip, na, da, leichte Eskalation, dann können die Notärzte, die Sanitäter, die hier im RTW sind, die selber versorgen. Wenn die schwerer verletzt sind, dann brauche ich einen Notarzt extra dafür. Ist ja wie im richtigen Leben, das sind ja, da kommt ja auch manchmal extra noch der Notarzt dazu. Bereit. Verstanden. So, dann kannst du wieder abziehen, du auch. Oh, das war jetzt aber ziemlich einfach. Der kann nochmal eben kühlen, der kann schon mal wieder abziehen. So, ich habe jetzt gar nicht hier meinen... meine Schmerzmittel hier geklickt, aber das ging alles so schnell hier. Von daher alles gut. So, habe ich hier alles erledigt. Würde ich sagen, ja, dann klicke ich mal oben rechts auf die 2. Und dann sehe ich hier bei 2 schon wieder einen Brand. Einmal Schere, das heißt, ich brauche hier wieder meine... Wo ist der Radius? Meine Feuerwehrmänner und 3, die verwundet sind. Da hole ich erstmal 2 RTWs. Mal gucken, ob ich selber. Ob ich die selber verarzten kann. Bereit. Höre, verstanden. So, aber das muss ich jetzt erstmal löschen. Bevor ich die Feuerwehrmänner da reinschicke. Hier haben wir übrigens den Kreisverkehr. Erinnert so ein bisschen an City Skylines hier. Erwarte Anweisung. Setze Personal ab. So, das Löschen, okay, ist schon fast fertig. Auftrag ausgeführt. Dann können die jetzt die verletzte Person da befreien. Hier liegen auch welche rum und da brauche ich auch einen Sanitäter, sehe ich gerade. So, weil der ist schon gelb hier, der hat schon die schwere Eskalation. Und da steht auch als Tooltip Notärztin. Also da geht nicht so wie hier mit dem Sanitäter noch zu heilen. So, kann ich hier noch irgendwas löschen? Das kann ich runterlöschen. Den Notarzt hole ich mal raus. Der kann nämlich hier schon mal den Verletzten behandeln. Die Feuerwehrmänner können wieder zur Basis zurück.
Fahrzeug in Bewegung. Setze Personal ab. So, und die können den behandeln. Da probiere ich jetzt mal hier meine Pillen. Setze Spezialfertigkeit ein. Bestätige. So, da können wir mal hier oben drauf achten. Zack. Da haben sie es gerade schon angewendet, meine ich, ja? Oder jetzt? Das Stück. Ja, okay. Oh, ich sehe gerade, ich brauche nochmal Polizei. Die sind schaulustige. Die sind jetzt aber neu. Ah, die sind hier rechts gar nicht aufgeführt, okay. Auftrag ausgeführt. Höre. So, ihr könnt weg. Bereit. Zu löschen gibt es eigentlich auch nichts mehr. Tankendes Fahrzeug Auftrag kann auch ausgeführt. Weg. Erwarte Anweisungen. Der Rettungswagen kann dann auch abfahren. Und die Polizei kann hier nochmal eben die Leute wegschicken. Das geht eigentlich auch ziemlich schnell. Auftrag ausgeführt. New orders received. So, okay, jetzt habe ich... Oh, ich brauche noch einen Rettungswagen. Unterwegs zum Einsatz, erwarte Anweisung. Der Notarzt kann wieder abziehen. So, das nächste Gebiet ist schon auf. Ah, defektes Travohäuschen. Jetzt komme ich wieder so ein bisschen in Trouble. Wechselt der Windrichtung auch noch. So, ihr könnt den abtransportieren und die Polizei ist fertig. Wunderbar. Höre. So, hier muss ich noch mal eben kurz warten. Auftrag so, okay. Und jetzt gehen wir auf die 3. Und da sehe ich schon wieder Brand. Wie soll es anders sein? Unterwegs zum Einsatzort. Da hole ich noch mal ein Tanklöschfahrzeug. Brand, Brand, 3 Verletzte und ich brauche einen Ingenieur. Waren wir ihn hier? Unterwegs zum Einsatzort. So, einen Bewege Rettungswagen hole ich auch schon mal. So, ihr könnt erstmal löschen hier. Bewege mich angekommen. Bestätige. Bereit. Zielort erreicht. Wird gemacht. Bewege mich in Gefahrenbereich. Angekommen. So, der Ingenieur kann schon mal hier Gas geben. Personal wird abgesetzt. Nehme Schaden. Noch einen Rettungswagen. So, du kannst hier nochmal löschen und du kannst hier kühlen. Da sehe ich, brauche ich auch schon wieder Polizei aus. Ich brauche hier richtig viel auf einmal, ey. So, ich sehe, der ist tot. Mist. Shit, da habe ich nie aufgepasst. Das war ein bisschen viel jetzt. Und der... der Ingenieur liegt hier auch jetzt wahrscheinlich, ne? Oh, Mist. Ja. Auftrag ausgeführt. Höre? Okay, schicke ich den erstmal weg. Der löscht gerade noch. Der kühlt runter. Bestätige. So, was brauche ich denn? Ich brauche einmal Notarzt. Unterwegs zum Einsatzort. Ah ja, ja, jetzt habe ich glaube ich ein Problem. Unterwegs zum Einsatzort. Weil die Fahrzeuge, hier sieht man es, die sind rot hier unten. Die blockieren jetzt auch die Slots bewege hier unten. Mich in Gefahrenbereich. Zielort erreicht. So, mich in Gefahrenbereich. Höre. Angekommen. Ja, ich glaube, nee, ich brauche einen Ingenieur, dass der das hier, man sieht immer noch diesen roten Kreis hier. Den Bereich. Ich glaube, ich muss erst mit dem Ingenieur das abstellen. Höre. So, dann hole ich einfach nochmal einen Ingenieur und dann gucken wir mal, ob das geht. Da steht Ingenieur, kritische Eskalation, ja. Bewege mich in Gefahrenbereich. So, da ist er. Personal wird abgesetzt. So, jetzt hoffe ich, dass er das hinkriegt. Ist ja jetzt eigentlich alles gelöscht hier. Verstanden. Angekommen. Ja, aber sehr langsam. Uiuiui. Okay, das wird dauern. Wird gemacht. So, okay, dann schicke ich den schon mal wieder weg. Erwarte Anweisungen. Und die, ja, schicke ich da einfach mal rein jetzt. Betrete Gefahren. Die müssten eigentlich mit der Pille verstanden. Das schneller hinkriegen jetzt. Ich hole mal eben die
zwischendurch nochmal die Polizei, damit die Schaulustigen da weg können, weil die sind im Radius. Die verletzen sich sonst auch. Ach, guck mal, er hat sein... Ach so, das war einer von meinen Leuten. Ah, cool. Verstanden. Höre. Höre? Erwarte Anweisungen. Erwarte Anweisungen. Ist der das? Okay, dann schicke ich ihn mal weg. Der ist nämlich schon angeschlagen. Hol ich lieber einmal neu. So, Polizei ist da. Die holt ihr einmal weg da. Okay, das war ja ganz schmerzfrei. Wird gemacht. So, der Ingenieur ist auch fast fertig. Ich brauche auf jeden Fall RTWs. Sind unterwegs. Und Notarzt. Ich habe keinen Notarzt, ne? Ne. Sind unterwegs. Auftrag ausgeführt. Erwarte Anweisungen ausgeführt. Wird gemacht. So, einmal den Ingenieur bitte heilen. Bereit. Auftrag ausgeführt. Erwarte Anweisungen. So, die sind soweit durch, die beiden. Bereit. Verstanden. Zielort erreicht. Der wird gerade geheilt, okay. Bereit. So, der Notarzt kann man hier behandeln. Ein bisschen Übersicht behalten hier, gar nicht so einfach. Der RTW-Rettungswagen kann weg. So, der Ingenieur ist wieder auf die Beine, dann kannst du auch weg, dann gibt es keine Minuspunkte. So, jetzt haben wir hier noch... Ich hole mal noch einen... Kostet ja nichts, ich hole mal noch einen Sanitäter hier. Einen Notarzt, meine ich. In Bewegung. Und einen Rettungswagen brauche ich auch noch. Weil das dauert mir zu lange hier. So, da ist der zweite Notarzt. Du kannst da schon mal behandeln. Dann könnt ihr da gleich einsammeln und der Rettungswagen kann dann hier gleich einsammeln. Ach, ich sehe, er hat ihn jetzt so weit geheilt, dass ich jetzt auch mit dem Sanitäter weiter heilen könnte. Und der Notarzt könnte jetzt quasi zum nächsten weiterziehen, der eine schwere Eskalation hat, okay. Auch gut zu wissen. Ich denke auch, das wird später schon ganz schön knackig werden, wenn man nicht die ganzen Perks und Karten ausbaut. Auftrag ausgeführt. So, okay. Steige ein. Kannst du hier einsammeln. Höre. Erwarte Auftrag Anweisungen. Ausgeführt. Erwarte Anweisungen. Auftrag so, ausgeführt. Der Notarzt ist auch fertig. Können die beiden schon mal wieder abziehen. Wird gemacht. Erwarte Anweisungen. Wird gemacht. So, du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg. Ja. Und dann war es das schon. Mit 23% sehe ich hier oben rechts. Ja, ist okay. Defektes Travohäuschen. Ja, das war doch völlig in Ordnung. Ich habe es so schnell gemacht, wie ich konnte. So, wähle eine Belohnung. Erhöhter Schusswaffenschutz. Erhöhter Schusswaffenschutz für SEK-Fahrzeuge. Das ist natürlich nicht schlecht. Erhöhter Explosionsschutz, Ingenieurfahrzeuge. Aber das Fahrzeug an sich, ne? Nicht der Ingenieur. Genau wie hier nicht die Beamten selber. Weil dann heißt das ja hier Feuerwehrmann oder Sanitäter, Polizistin. Das ist fürs Fahrzeug. Ja, ich glaube, das braucht man aber nicht so stark. Erhöhter Explosionsschutz für Polizisten. Erhöhter Elektrowiderstand für Sanitäter, jo. Wenn die nämlich da am Heilen sind und es ist wieder irgendwie Blitzdingsgedöns da, ein Ingenieur zugange, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass die einen erhöhten Schutz haben. So, komm, wir machen noch eine Mission. Hier oben so eine 13er. So eine ganz einfache machen wir nochmal eben. Hauen wir wieder die beiden Karten rein. Automatisches Löschen vom Leiterwagen, ja. Ich teste mal jetzt gleich einen Leiterwagen und ob der tatsächlich dann automatisch löscht. Also, dass ich nichts drücken muss. Hier haben wir schon ein gutes Beispiel. Ich hole mal einfach einen Leiterwagen und dann gucken wir mal. Bin unterwegs. So, ich brauche aber auf jeden Fall zwei RTWs. Unterwegs zum Einsatzort. Die kann ich schon mal da hinten parken.
So, jetzt müsste er automatisch löschen. Macht er aber nicht, ne? Er löscht. Oh, ich hol mal schnell ein Tanklöschfahrzeug. Er löscht gar nicht. Setze Spezialfertigkeit ein. Verstanden. Okay. Ist das hier? Mit der Wasserkanone löschen. Automatisches Löschen. Ach so, ich muss den Zielbereich angeben. Habe ich doch aber. Aber hat er nicht gemacht, warum auch immer. Ich hole mal noch ein weiteres Löschfahrzeug. Unterwegs zum Einsatzort. Okay, das war jetzt komisch. Ich hau den mal hier weg. Ich brauche jetzt unbedingt den Platz hier. Erwarte Anweisungen. So, ich kann, nee, ich kann beides nicht. Bestätige Fahrziel. Auftrag ausgeführt. Beides nicht heilen hier, weil noch so viel brennt. So, du lösch mal mit hier. Du kannst, glaube ich, schon mal hier hinten den. Ja, noch nicht ganz. Der Brand ist noch zu. Ach doch, der ist außerhalb hier. Okay. Nix wie hinter. Und ihr könnt, glaube ich, hier schon mal hingehen. Ja. Bis die eintreffen, dauert das ja auch eben 2 Minuten. So, sonst ist alles safe hier, ne? Ja. So, Brand gleich gelöscht. Er ist eh außerhalb. Und er kann ruhig mal die Pillen benutzen. Da müsste er jetzt fertig sein eigentlich. Ja, okay, nicht ganz. Ihr könnt nochmal nachlöschen hier. Kühlen, wie auch immer. Verstanden. Auftrag ausgeführt. Ach, er ist aber trotzdem schneller als der, der eher dran war. Hier rechts, okay. So, dann könnt ihr schon mal weg, da brennt nichts mehr. Schon mal die Slots frei machen für die nächste Mission da unten. So, du bist der obere, untere. Obere. Kannst du weg und ihr könnt dann auch gleich weg. So, hier, wie soll es anders sein? Brennt es wieder. Deswegen, wie ist der Radius? Hierhin. Und noch einer zum Löschen. Hier drüben. Aber ich brauche auf jeden Fall einen Kran. Ich hole den erstmal nur her und schau mal, wie ich das hier gelöscht kriege. Und dann brauche ich auf jeden Fall Feuerwehrmänner, ne? Ja, da sind welche eingeschlossen. Bereit, wird gemacht. Bereit, angekommen. Zielort erreicht. So, da wird schon mal gelöscht. Ich muss kurz warten, bis das fertig oder ein bisschen mehr gelöscht wurde. Das ist mir noch zu heavy. Wenn ich da jetzt mein Fahrzeug, mein Kran reinschicke, dann könnte es sein, dass der kaputt geht. Höre. Bereit. So, Kran. Ich würde sagen... So, kurz warten, ich würde sagen, du kannst. Weil der ist jetzt gleich fertig und dann kann der hier mitlöschen. Auftrag, so. Bestätige. Und dann geht es da auch schneller. Das hält der Kran eigentlich aus, ja. So, und dann kann ich hier gleich die Feuerwehrmänner rufen. So. Wenn der Kran das gleich weg hat, können die auch hier rein. Verstanden. Bereit. Bestätige. Der kann schon mal weg hier, das Tanklöschfahrzeug. Oh, ich brauche auf jeden Fall... Ich hole mal einen Sanitäter. Sind unterwegs. Ja, okay, der ist auch nötig. Erwarte Anweisungen. Fahrzeug in Bewegung. Höre. Erwarte so, die können schon mal aufbrechen. Höre. Bestätige. Angekommen. Bestätige. Erwarte Anweisungen. So, und schon mal einen Rettungswagen herholen. Zwei Stück brauche ich auf jeden Fall. Der Kran kann dann aber schon mal weg. So, gibt es hier noch was zu löschen, zu kühlen? Ne, okay. Kann das Tanklöschfahrzeug auch weg? Die können schon mal hier hinlaufen. Genau wie der Notarzt. Jede Sekunde zählt. Und was haben wir hier? 2 super Verletzte. Dann hole ich
nochmal einen Notarzt. Wie gesagt, es kostet ja nichts. Unterwegs. Von daher. Und noch ein RTW zum Abtransportieren. Sind unterwegs. Fahrzeug in Bewegung. Bereit. So, okay, jetzt habe ich hier meinen Notarzt. Und meine Sanitäter können doch... Okay, dann ist das hier falsch angezeigt gewesen. Ach nee, es wurde mir beides da angezeigt. Ja, nee, nur wenn da nur ein Notarzt steht, dann können die Sanitäter nicht. Ah, okay, das ist mein Fehler, habe ich falsch interpretiert. Personal wird abgesetzt. In Bewegung. Also alles gut. Aber der Notarzt macht das vielleicht schneller. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall können die Feuerwehrmänner abrücken. New orders received. Bereit. Der Notarzt bereit. Hier kann auch Verstanden. Abziehen. Genau wie der andere. Und ihr könnt hier die Leute einsammeln. Bereit. Wird Zack. Gemacht. Zack. Bereit. Auftrag so. Ausgeführt. Okay, und jetzt haben wir die dritte. Oh! Oh, das ist aber viel Feuer, ey. Eieiei. Löschen, löschen, löschen. Ich muss alles löschen hier. Kurz abscannen hier, wie groß der Bereich ist. Okay, das geht. Ich hole einfach mal ganz viel zum Löschen her. Da brauche ich einmal schnell Polizei. Da oben sind auch Schaulustige. Und einmal ein Rettungswagen für hier unten. So, jetzt löscht, was das Zeug hält. Wir können schon mal die Schaulustigen hier wegholen. Und du bist leider am Radius. Vielleicht geht es schnell mit Tabletten. Bestätige. Nehme Schaden. Ja, nehme Schaden, aber mach schnell. Auftrag ausgeführt. So, das war im Auge behalten hier unten. Der löscht, der ist fertig mit Löschen, dann kannst du da unterstützen. Oder da oben ist am besten. Auftrag ausgeführt. Auftrag ausgeführt. Okay, dann kühlen. Die Polizisten können da oben nochmal die Schaulustigen wegholen. Er ist nicht mehr in Gefahr. So, jetzt brauche ich RTWs, ne? Verstanden, bereit. So, löschen brauche ich nichts mehr. Ich brauche die Slots. Auftrag ausgeführt. Bereit. Für die RTWs. Ich lösche nochmal kurz durch. Aber eigentlich sollte das kein Problem mehr sein hier. Bereit. Verstanden. So, Rettungswagen. Ein, zwei noch. Auftrag ausgeführt. Polizei ist auch fertig da oben. So, du brauchst auch nichts mehr löschen. Die. Oh, schwere Eskalation. Okay, ich brauche einen Notarzt. Shit, habe ich nicht gesehen. Das ist natürlich schlecht jetzt. Das kostet Zeit. In Bewegung. So, Notarzt, gib mal Gas da. Ich könnte noch einen holen, ne? Kostet ja nichts, komm. Sind unterwegs. Ich hole noch einen zweiten. Was soll's? Erwarte Anweisungen. In Bewegung. So, da ist er schon. Aussteigen und reparieren, wollte ich gerade sagen. Reparieren bei den Menschen, ja. Das scheint irgendwie eine kleine Farm hier zu sein. Auftrag ausgeführt. Okay. Erwarte Anweisungen. Bestätige. Abtransportieren. Erwarte Anweisungen. Steige ein. Du kannst einsteigen Bestätige. Und abhauen. Auftrag ausgeführt. So, ihr seid die hier, dann könnt ihr auch gleich weg. Ich liebe diesen Button. Der ganz links hier, der sagt nämlich Personal zurückrufen und Slot freimachen, also ab, dass die wegfahren. Aber erst, wenn das Personal eingestiegen ist. Wer meine alten Videos von Emergency gesehen hat, da war es ja oft, dass die Fahrzeuge einfach in die Einsatzzentrale zurückfahren. Auftrag ausgeführt. Und die Mitarbeiter, hier Sanitäter, Feuerwehrmänner und so weiter, dass die hier noch standen. Und das haben die jetzt so ein bisschen geändert, dass das gar nicht mehr richtig passieren kann. Finde ich schon ganz gut. Ich weiß noch, als ich hier nämlich immer noch die Feuerwehrmänner stehen hatte.
und schon das Fahrzeug weggeschickt habe. So, das müsste es jetzt gewesen sein, ne? An emergency has been completed. Rettungseinsatz abgeschlossen. Brennendes Feld. 3%. Sehr gut. Gucken wir mal, was es da an der Karte gibt. So, erhöhter Nahkampfschutz für Streifenwagen. Streifenwagen. Automatischer Transport aller verhafteten Kriminellen und Unruhestifter. Okay. Also, dass der automatisch wegfährt, wenn die einsteigen. So verstehe ich das. Erhöhter Schutzwaffenschutz für Notarztwagen, Ingenieurfahrzeug. Erhöhter Schusswaffenschutz, ja. Oder 20 von der Währung. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Alles, was Automatisierungen macht, nimmt einen echt Arbeit ab. Und automatischer Transport, ne, also die verhafteten Leute steigen mit denen ein und dann steht der Streifenwagen da und wartet darauf, dass ich klicke, dass er weg kann. So, und wenn ich das automatisieren kann, das kann, ich meine, ich habe eigentlich alles im Blick und es sind doch nur ein paar Sekunden, aber wenn das alles ja besser flutschen kann und ich dann wieder einen Slot frei habe, den ich vielleicht unbedingt brauche, ich glaube, ich nehme mal die Karte. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, okay, kurz vor Level 7. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Das war's mit dieser Folge. Und wir sehen uns auch gerne in City Skylines wieder und auch dann in City Skylines 2. Schaltet doch da gerne ein. Macht's gut, euer Major Skippy.